Ein irres Tempo, keine Bremsspuren und keinerlei Ausweichmanöver. Hier rauscht Angelika H. in ihrem Audi A3 an einer Überwachungskamera in Italien vorbei. Sekunden später rast sie eine Familie tot. Die Opfer, eine 65-Jährige, ein 48-Jähriger und sein 2-jähriger Sohn. Ein Polizist sagt jetzt, nach einer ersten Überprüfung des Videos müsse von einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h ausgegangen werden, statt erlaubter 50. Mit den aktuellen Erkenntnissen schließen die italienischen Ermittler auch eine bewusste Amokfahrt der Deutschen nicht mehr aus.